Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Tageslicht für Samstag, den 6.7. Ja, und da gehen wir doch ganz klar und deutlich auf den Neumond zu. Neumond in Krebs um 0.57 Uhr. Und ja, wird das für uns persönlich sehr wichtig sein. Der Krebs steht so dafür, dass wir uns in uns selber wohlfühlen oder fragt uns an, wie wir uns in uns selber wohlfühlen oder eben auch nicht. Und ja, was wir da vielleicht auch mal selber noch dafür Gutes tun können. Aber was uns vielleicht auch für Chancen und Wege da gegeben sind. Und wie wir uns ja in unserem Zuhause mit unseren ja, Freunden, Familien, allen Zugehörigen und Lieben und Herzmenschen wohlfühlen. Und ja, wie wir da unsere Beziehungen gut zueinander gestalten können. Ja, schaut mal, wir gehen natürlich noch im Mondorakel näher drauf ein, aber hier schon einmal so viel dafür. Ja, und dann haben wir natürlich am 6.7. seid da auch sehr herzlich eingeladen. Falls ihr da auch noch freie Kapazitäten habt, dann nutzt sehr das Instant Change Tagesevent am Samstag, 6.7. um 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Ist eigentlich immer samstags, aber ja, vielleicht ergibt es sich jetzt hier mal, dass ihr das in Anspruch nehmen könnt. Tut euch was Gutes, lernt nicht nur Instant Change kennen, sondern taucht da auch ganz tief ein in die Anwendung. Für Einzelne wird es möglich sein, eine Anwendung kostenlos zu bekommen oder zumindest auch mitzuerleben, eine Gruppenanwendung zu bekommen. Das findet auf alle Fälle statt und das ist auch schon mal eine gute Stärkung. Aber natürlich, wenn ihr es für euch persönlich in Anspruch nehmt, ganz konkret, hat das natürlich nochmal eine viel, viel intensivere Kraft und ja, könnt ihr eure Energie dann so informieren, wie ihr es gerne haben möchtet. Oder ihr lernt natürlich gleich selbst Instant Change. Alles dazu ist verlinkt in der Infobox. Da schaut gern mal durch. Und ja, seid so mutig und legt euch dieses neue Tool zu, was ein Tool der neuen Zeit, was wunderbar die eigene Energie wieder stark nach vorn bringt. Ja, wir sind ja eigentlich von Natur aus ja, mediale Wesen durchaus. Ne? Wir haben es nur einfach auch verlernt. Es wurde uns abtrainiert, nicht nur in unserem jetzigen Dasein, Leben, sondern natürlich über viele Generationen. Das sitzt tief und das darf endlich auch wieder freigelegt und gefördert werden. Ja, da lasst euch guten Rückenwind geben. Schauen wir, was haben wir für die Energie des Tages heute sonst noch? Was gibt's da für Message? Ja, das passt doch sehr gut hier. Guck mal, der Baum, die Heilung, die Genesung, das Wachstum, karmische Themen. Ja, vielleicht darf hier dieses und jenes an Lernaufgabe, an karmischen Thema auch nochmal angeschaut, bearbeitet, losgelassen werden, vor allem losgelassen, um ja, weiterzuwachsen, ne? Ganz in die eigene Kraft hineinzuwachsen, in das eigene Wesen zu erstarken, auf der eigenen Lebensreise sozusagen, aber auch vielleicht mit bestimmten ja, Gaben, Talenten, Fähigkeiten, die eigenen Früchte sozusagen zu bringen, zu entwickeln und zu bringen, zu entdecken vielleicht überhaupt erst einmal. Das ist ja wichtig und wert. Ne? Gesundheitlich könnte es sein, dass hier ein wichtiger Tag ist, um ja jetzt auch wieder in Heilung und Genesung zu kommen. Da tut ihr einfach auch Gutes. Ja, am Wochenende ist es dann ja wohl doch eher möglich. Aber gibt es natürlich gleichzeitig auch die Anfrage, ja, warum eben nur am Wochenende oder im Urlaub? Ja, das Leben sollte natürlich insgesamt heilvoll und stärkend verlaufen und ja, dürfen wir schon auch schauen, was läuft vielleicht
krumm und schief, wo darf hier vielleicht einfach auch ja, so ein bisschen Baumpflege sozusagen betrieben werden, am eigenen Baum des Lebens und vielleicht einmal korrigierend hingeschaut werden, was kann ich selber für mich verändern, was tut mir wohl, was tut mir nicht wohl, ja, im ja, ganz privaten Bereich für dich persönlich, vielleicht in Gewohnheiten, in äußeren Umständen, im Wohnbereich, im familiären, in der Beziehung, ja, aber vielleicht auch im beruflichen, ne? Ja. Oh, die Herrscherin haben wir dazu. Sehr schön. Kommst du in deine eigene Kraft und Stärke, ganz in dein Wachstum, in dein Erblühen, ja? Also in der Herrscherin, die ja vor allem den Blick auf uns selber wirft, egal ob du jetzt als Mann oder Frau drauf schaust, ja? Herrscherin ist sehr ein Verweis auf uns selbst. Kommen alle vier Königinnen ja zusammen, ne? Die Münzkönigin, Kelchkönigin, ja, Schwert- und Stabkönigin, da ist volle Power dahinter, ne? Kommt etwas so richtig in Fruchtbarkeit, in Gelingen, in Gedeihen, in Erfolg. Sorgst du selber gut für dich? Das ist wundervoll, ja. Du hast hier wunderbare Energie dafür und das wird dir auch sehr wohltun, ne? Wird dich so richtig schon auch zur Ausstrahlung und Geltung bringen, ne? Aber ja, vor allem wirklich auch in Kraft, in Kreativität hinein auch, ne? In Schöpferkraft für das eigene Leben. Ja, vielleicht machst du dir über das Thema Gesundheit heute auch so ein bisschen Gedanken und gehst da bestimmte Dinge an. Oder ja, tust dir selber einfach auch wohl und ja, hegst dich, pflegst dich, planst vielleicht dieses und jenes. Entschuldigung. Ich muss das jetzt mal ganz kurz beniesen. Jetzt war ich kurz weg. Ja. Bist mit Hingabe und Liebe in deinem Umfeld, so wie eben auch bei dir. Vielleicht wirst du heute auch tatsächlich für jemanden zum Partner, Partnerin auf Augenhöhe. Ja, für ein Gegenüber. Ja, wir hatten es ja dabei. Hier an der Unterseite den König der Kelche. Interessant, hier haben wir wieder eine Fünferkarte. Ich glaube, wir hatten jetzt jeden Tag eine Fünferkarte mit dabei, ne? Also hier wird, es war ja die Lernaufgabe mit den Mäusen, ein Mangelthema anzugehen, vielleicht auch verschiedene Mangelthemen, sich Schlupflöcher zu suchen und hier kommt jetzt Genesung hinein, Wachstum, ne? Ja, schön. Ne? Da findet die Synthese statt. Zur 5. Ja, steh ganz zu dir selber. Wirke ganz mit dem, was dir zu eigen ist, was dir entspricht. Ja, auch diese Message hatten wir ja beim König der Kelche mit dabei hier, der ja eben die Reife nicht nur der Herzheilung und Liebe anzeigt, sondern auch wirklich der Hingabe des Spirits, der eigenen Lebensaufgabe, die ganz in Reife kommt. Ne? Das wird ja durch die Herrscherin wunderbar bestätigt. Ne? Ja, und da bist du auf dem Erfolgsweg, ja? Bleib dran. Ja, bleib einfach dran. Gerade auch wenn du heute vielleicht nochmal neue Projekte entwickelst, ne? Weiter wächst in deine Aufgabe hinein, in deine Wünsche, in dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl, ja? Deine Heilung insgesamt, ja? Dann, bist du hier auf dem Herrscherinnenweg und geh einfach da auch weiter. Set your sights higher. Ja,
Ja, hebe deinen Blick sozusagen, weite deine Sicht, setze deine Blickpunkte höher, increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. Ja, hebe deine Standards, deine Ansprüche, deine Ansprüche und erwarte mehr für dich selbst. Nicht nur von dir selbst, sondern für dich selbst, ja. Ja, don't settle, gib dich nicht zufrieden, ne? Sei da nicht bescheiden, sondern ja, erwarte für dich das Beste, die Fülle. Ne? Wie gesagt, die Herrscherin, in der kommt die ganze Fülle zusammen, und die ganze Fruchtbarkeit. Entfalte dich selbst, ja, und erwarte einfach auch, dass du dich mit deiner ganzen Fülle auch entfalten kannst, ne? Mit deiner ganzen Stärke, Kraft, Schönheit, Gesundheit. Ja, gerade wenn vielleicht auch andere da sagen, ah, ja, es geht doch so, ja. Oder du selber sagst dir das, ach, es geht doch so, es genügt doch so. Und nee, mehr kann ich nicht erwarten oder mehr schaffe ich nicht. Mehr bin ich nicht wert. Ja. Nein, nein, nein. Ne? Und ja, auch da. Lass dir Rückenwind geben. Ne? Lass dich da einfach auch befreien und ganz in deine Fülle hineinführen, gerade eben durch Instant Change. Ne? Wir können dich da wirklich aus solchen Selbstbeschränkungen, Selbstbeschneidungen herausführen. Ne? In jedem steckt eine Fülle, ne? Die ganz individuelle Fülle und jeder ist ja eben mit seinem Schatz, mit seiner Frucht ganz wichtig, wertvoll, unverwechselbar. Ja, und vielleicht, wenn es nur weil es andere oder bestimmte Umstände zu beschneiden scheinen, wende dich da eben gezielt an die göttliche geistige Welt. Ne? Lass dir deine Energie da wirklich auch befreien von, ja, von unwohltuenden Glaubenssätzen, von Fremdenergien, von ja, regelrecht Programmen, ne, die nicht wohltun. Und ja, programmier deine Energie höher. Ne? Auf viel höheres Niveau in deine ganze Fülle hinein. Dass du, na, wir haben hier die Sternenkarte im Grunde genommen angezeigt, dass du wundervoll deinen Lebensweg führen kannst und ja, ganz in die Fülle hineinkommst, die sozusagen für dich gedacht ist, mit der du eigentlich losgegangen bist. Ne? Dass du dich selbst auch mit deiner ganzen Vielfalt und Pracht kennenlernst und auslebst. Ne? Ja, vielleicht spürst du es auch schon. Ne? Da geht noch mehr. Also, ne? In mir steckt noch mehr, in unserem Miteinander. Oder ja, da kommt doch noch jemand. Ne? Ja, das kann doch jetzt hier nicht alles gewesen sein, egal in welchem Bereich. Ja, ist es auch nicht, ne? Und ja, geh einfach los, erwarte das Gute, ne? Lass dich damit ja, einfach auch
beschenken und erfüllen. Erfülle dich selber damit, ne? Gönn es dir. Ne? Möglicherweise ist das die, wir hatten ja eine Unterseite, ja, die Entscheidung, ne? Make a decision. Ja, ne, vielleicht ging es diese Woche an bestimmten Stellen nicht so recht weiter und voran. Und hängt es immer wieder auch sehr wesentlich mit deiner Entscheidung zusammen. Möchtest du deine Fülle erkennen und leben? Oder ja, gibst du dich mit Teilerfolgen, kleinen Häppchen zufrieden? Wie gesagt, ja, lass dich gerne unterstützen, lass dir Rückenwind geben und die göttliche, geistige Welt oder das Universum oder wie du es auch nennen magst, das höhere Selbst, ne, reagiert ganz prompt auf diese Entscheidung, ne, dass du in deine Fülle kommen willst. Ne. Das ist das Startsignal dafür, dass es die Zeit jetzt reif ist, ne, für Wachstum. Das ist ja ein bisschen mehr Expansion oder auch viel Expansion hier jetzt kommen darf. Interessanterweise hier unter der Karte liegt, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt, die Antwort yes. Ja. Your intuition is correct. Take action accordingly. Ja, deine Intuition ist zutreffend. nimm entsprechende Aktivität vor. Ne? Agiere, handle entsprechend. Ja, es ist wichtig und wesentlich, dass wir dann ins Handeln kommen auch. Ne? Wenn wir das spüren, intuitiv einfach auch spüren. Ne? Und wir haben hier sehr viel weibliche Energie, also auch sehr viel intuitive Energie mit der Herrscherin angezeigt. Ja, wenn wir das intuitiv spüren, dass da noch mehr geht, dass wir auch mehr wollen, ja, dass mehr in uns steckt, dann ja, geht dem einfach auch nach. Ne? Übrigens, wir sind dann mit dem 7.7., einem 7er Tor oder dem 7er Tor auch wieder mal bei einem Portaltag angelangt. Und es könnte sein, dass diese Energie hier, na, da uns auch schon sehr hinleitet und ja, hier etwas in Entwicklung bringt, damit wir es auch zur Welt bringen können. Ne? Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich so etwas, ne, dass sich hier Nachwuchs dann durchaus auch ansagt. Und ja, oder du mit deiner Mutter- oder Vaterrolle hier wunderbar auch in tolle Entwicklungen kommst. Ja, hab sehr viel Freude daran, gutes Gelingen für dich persönlich oder eben auch im Miteinander. Ja, natürlich, es kann auch sein, dass, ja, mal bitte noch hinzugefügt, dass du hier tatsächlich für jemanden wirklich zum Partner, Partnerin auf Augenhöhe wirst. Dann hab da natürlich einfach auch ja, eine wundervolle Zeit und schraub auch da deine Standards nicht runter. Das heißt nicht den anderen oder sich selbst mit Ansprüchen überfordern. Aber ja, wenn der eine bestimmte Beziehung nicht wohltut, ja, dann schau auch bei dir natürlich, aber eben achte, schätze auch nach wie vor das entsprechende Miteinander, was dir wichtig und wert ist, ja, und es wird sich schon auch entwickeln, entsprechende Personen dazu zeigen. Alles Liebe, eine wundervolle Zeit und dann bis ganz bald, eure Tara von Tarot Rainbow.